Victoria konnte ihren Augen fast nicht glauben, wie wunderschön sie mit diesen drei Outfit-Tipps in ihrem Boho-Kleid aussah. Doch zuvor noch der Hinweis: In den Video-Infos und in der Beschreibung erfahrt ihr, wie Victoria dieses Outfit bis zu 87% günstiger erhalten hat. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Victoria hat vor kurzem den Boho-Style für sich entdeckt und hat mich gebeten, ihr zu helfen, ihr ein Outfit zu kreieren, was genau dieses Boho an ihr ja zu 100% widerspiegeln lässt. Und habe ihr dazu dieses wunderschöne Kleid rausgesucht. Und ihr seht sofort, der Stil ist zu 100% Boho. Denn ihr seht, die Taille ist schon mal schön angehoben, damit der Rock wunderschön fällt, eine elegante Taille bekommt, die ihr am Kleid nochmal extra variieren könnt, also die Weite, auch sehr schick gemacht. Und diese Spitze an den Armenden und am Rockende ist ja wirklich Boho pur. Der Rock und die Ärmel sind auch leicht ausgestellt, damit das Ganze auch einen kleinen, ja, Flatter-Look bekommt, leicht dezent, wunderschön anzuschauen. Und der Bustierbereich ist wirklich durch diesen V-Ausschnitt wunderschön anzuschauen. Und mit diesem Kleid hier könnt ihr wirklich, ja, diesen Boho-Stil vollkommen ausleben. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel Victoria dafür bezahlt hat, schaut jetzt einfach mal drauf, denn ihr werdet verblüfft sein. Ihr müsst dafür nicht tief in die Tasche greifen. Es ist wirklich ein Hammerpreis. Schaut es euch einfach mal an, ihr werdet verblüfft sein. Und wenn ihr dann nochmal die Bilder groß anseht, die Details, ihr werdet dieses Kleid lieben. Aber Victoria wollte ein Komplett-Outfit. Und das habe ich natürlich gegeben mit den Accessoires. Und dazu, zu diesem Kleid, empfehle ich eine, ja, Sandale. Aber nicht eine normale Sandale, sondern eine, ja, farblich kontraststehende Sandale zum Kleid. Damit dieses verspielte Etwas und das Kleid durch diesen Kontrast hier herausgehoben wird. Aber ganz wichtig, dass diese Sandale in diesem Stil ist. Deswegen diese Fransensandale in Velourleder. Damit bekommt ihr wirklich einen richtig leckeren Fuß, ein ewig langes Bein, obwohl ihr dadurch nicht größer werdet, aber dadurch, dass dieses Kleid relativ kurz ist und die Sandale ja sehr offen, mal abgesehen von den Fransen, sieht es wunderschön aus und schreit nach Boho. Und die Sandale müsst ihr euch jetzt wirklich mal anschauen, denn sie ist so günstig. Es ist eigentlich schon fast ein Must-Have für den Sommer jetzt im Schuhschrank zu haben, weil man kann so eine Sandale auch wunderbar zu anderen Outfits kreieren. Also wenn ihr euch sowas zulegt mit Fransen, ihr geht damit auf Nummern sicher, dass ihr das zu verschiedenen Outfits tragen könnt. Und was fehlt noch? Natürlich die Handtasche, aber nicht irgendeine Handtasche, sondern diese hier. Denn diese hier ist ja im gleichen Stil wie die Sandale, Velourleder in diesem Braun und die ganzen Fransen. Und das Geniale ist, das seht ihr, wenn ihr jetzt hier draufklickt, das Innenleben wunderbar strukturiert. Ihr habt ein Fach für das Handy, für den Lippenstift, für den Schlüssel. Ihr müsst nicht mehr ewig nach euren Sachen suchen und spart euch damit jede Menge Zeit, in der ihr Spaß haben könnt. Und mit den zwei Accessoires, die Sandale und die Handtasche, habt ihr schon mal ein, ja, fast 80-90% gebracht, um diesen Boho-Stil quasi, ja, auszuleben. Was fehlt aber noch? Ein Accessoire, was das Ganze nochmal unterstützt. Und hier empfehle ich gar nicht so viel Schmuck oder irgendwas, sondern so einen Ledergürtel wie diesen hier, der ruhig und gern sehr schmal sein kann, aber auch ein bisschen leicht verspielt. Also sprich, wenn ihr so einen Verflochteten habt, wo zwei, drei Lederriemen ineinander verflochten sind, perfekt. Ihr seht es auch hier, relativ schmal gehalten und wichtig im Farbton der Kontrast, also sprich keinen schwarzen jetzt nehmen oder irgendwas mit, ja, Strasssteinen oder was es sonst noch so gibt, sondern lieber einen braun, damit dieses, ja, Farbschema beibehalten wird von der Sandale und der Handtasche und ihr das Ganze quasi nochmal abrundet und im Kleid gesehen nochmal eine Taille herausbildet, die an euch wirklich richtig lecker aussieht. Wenn ihr nicht so einen Gürtel habt, schaut jetzt einfach mal hier, ihr werdet ihn lieben. Und damit hat Victoria und vielleicht ihr ein Outfit, was Boho pur ist und den Style bei jeder Party oder auch einfach am Strand oder in der Freizeit ausleben könnt. Und wie versprochen, habe ich jetzt noch eine Überraschung für euch. Denn wenn ihr so ein Outfit wie Victoria auf euch perfekt zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht
Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr mich jetzt hier irgendwo auf mein Logo und Co. abonnieren, folgen auf Facebook und Twitter und Co. und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?